glaube, die Zunge ist ja mit Seife. Ja. Schon wieder irgend so ein kleines dummes Detail. Da können wir hinten durchlaufen und gucken in den Maschinenraum. Weiß nicht, da haben wir eigentlich alles. Eigentlich schon. Und dann ist raus. Ja. Ach, die schöne Natur, die uns jetzt gerade nicht weiterhilft. Wir haben auch nichts, was wir da drüber drauflegen könnten, also bringt uns das eigentlich nichts. Aber ich frag mich, was der da reingefahren hat. Ja, irgendwie so ein Kanister. Der muss ja irgendwo in der Halle dann sein, oder? Eigentlich schon. Na, hier ist ja noch so ein Kanister, mit so einem Sommer oder so. Ich denke, wir müssen hier erst weitermachen. Ja. Meinst du beim Irrgarten und der Frau? Ja, wie sollen wir denn da weitermachen, wenn wir da nichts herstellen? Na, wir haben auf jeden Fall den Roboter von der Dame auch nicht gesehen. Ich guck jetzt, wo der Kanister ist. Ja, falls du den Kanister findest. Meinst du, das ist auch das richtige Gebäude? Na klar, das ist ja direkt da dran. Ich will nicht da hoch, weil da hoch bin ich das nicht weit. Also das hier. Hier kann man bestimmt was abrutschen später. Ja klar, das wird dann vom Fließband hier raufgetragen, aber was? Und wenn wir doch nochmal hinten in den Raum gehen? Doch, ne? Ja, vielleicht doch. Ich frage mich auch hinten beim Bahnsteig, ob da nicht noch was ist, weil jetzt haben wir das Mannmuth abgeliefert, vielleicht redet ja auch irgendwer mit uns dann. Der Handwerker oder der Reinigungskerl da. Das ist interessant. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Wir haben die Maschine zum Laufen gekriegt, das war scheinbar alles, was man hier machen musste. Oh, zum Bahnhof. Nein, hier kann man nicht weiter oben kommen, nicht weiter. Da fehlt mir die Vorlage. Oder irgendein Teil. Ja, der Bauplan. Vielleicht. Und für den Friedhof fehlt uns auch ein Papier und ein Schlüssel und da klemmt was. Das einzige Rätsel ist noch der Grabstein. Das sagt ja gar nichts aus. Ja, da kann man auch nichts machen. Wir gehen jetzt mal zu diesem Fegertyp. Der hat mit uns nichts. Na gut, aber vielleicht redet der nicht. War noch vor rechts oder nicht? Okay. Da oben. Ja. Müsste. Das hab ich schon vergessen. Das hab ich schon vergessen. Uiuiui. Warte mal. Was machst du? Was hab ich hier runtergeklickt nur eigentlich? Das war ein Gefühl.
Willst du uns das auch verraten? Ob ich mir das verraten möchte? Ja. Auf der anderen Seite geht es auch rein. Vielleicht geht es da weiter. Ne, Bandstein hat zwei Seiten. Ne, der pfeift auf jeden Fall fröhlich vor sich hin. Ja, klar. Der pfeift mal wieder. Nein, der redet auch mal wieder nicht. Aber ich kann hier weiterlaufen. Und dann? Ja, ich kann hier nicht weiter. Kann man was am Zug gucken? Nee, ne? Vielleicht müssen wir auch gar nicht mehr so viel machen. Ja, scheint ja so, weil sonst wäre unser Inventar nicht leer. Aber uns fehlt auch so ein Souvenir fehlt uns. Das haben wir schon gemacht. Ja, wir haben den Zug schon aufgezogen. Das ist die andere Seite auch noch. Das da oben bringt nicht viel, nur rüber zu kommen, oder? Genau. Ich glaube, wir jetzt mal hier unten lang. Tja, und hier ist nur das Lukending zum Einstieg. Aber das brauchen wir irgendwie nicht. Noch nicht. Noch nicht. Hängt da ein Schild oder was, das man lesen kann? Nein. Und im Zug war ja auch nicht wirklich was Neues, oder? Ja, da konnte ich nichts anfangen. Na, dann lass uns wieder raus und vielleicht nochmal zum Labyrinth. Das ist jetzt das Einzige, was uns irgendwie noch übrig bleibt, mit dem Friedhof zusammen. Oder wir laufen nochmal alle Häuser. Erstes Labyrinth, das ist näher dran, oder? Ja, klar. Ja, aber wir sind ja schon mal weiter. Momo ist verschwunden. Momo soll aber nicht verschwinden. Ja, der war eine nette Hilfe. Vielleicht zwischen den Büschen einen Schlüssel? Nee. Nein. Weiß nicht, die sitzt ja immer noch da und macht nichts. Es klemmt. Das bringt nicht. Naja. Nochmal in den Raum mit den Brunnen. Aber ein Schlüssel wird da nicht nochmal gewachsen sein. Ja, beim Friedhof fast übersehen. Tja, das ist ja unsere letzte Idee. Wir waren beim Notar, wir waren da, beim Friedhof. Hier vielleicht? Irgendwas? Im Wasser, wo wir noch dran kommen? Nicht mal eine Luke zum Gucken, nichts gibt's hier, oder? Nein. Ach. Wie kann man nur an den Seiten vorbei? Ich frag mich nur, warum wir dann überhaupt hier reingucken können. Zur Teku? Will nachfragen. Und die redet nichts Neues, kann ich dir jetzt schon sagen. Guten Tag. Ja, Sie haben wirklich einen wunderschönen Garten. Na, oh, was hast du getan? Jetzt seid ihr es wieder eine Standpauke. Reden Sie mir nicht vom Garten. Reden Sie nicht über Kunden. Na gut. Soweit, so gut. Oder schlecht. Unfreundlich, die Frau. Ich habe nur nach Hilfe gebeten. Aber hier gibt's auch nirgendwo einen versteckten Schlüssel oder versteckten Hilfe. Guck mal da nochmal. Das klemmt auch, glaube ich, oder? Ach, wir sind auch echt. Diese Tür ist.
Was? Noob? Am Rande des Noobseins, ja. Bestimmt voll offensichtlich. Wahrscheinlich. Die ganzen Zuschauer. Ah, das ist doch direkt vor euch gewesen. Ja, bestimmt. Kann man sich nochmal an die Tür gucken? Nee, ne? Ja. Wir laufen jetzt einfach zum Friedhof. Das ist der letzte Anhaltspunkt. So, Momo ist abgehauen, Friedhof ist auf. Auf einmal. Es könnte auch sein, dass sie sich jetzt alle in dieser Halle versammelt haben. Nein. Die Stadt ist ausgestorben. Und dann wäre ja auch der alte Typ nicht hier. Da leben 4 Leute höchstens und. 4 Leute und deswegen. Ja, der Rest war ja ein Roboter. Ja, wir sind Momo begegnet, dem alten Opa, dem Kerl an der Rezeption, diesem Händler und der Gärtnerin. Also es sind sogar 5 Leute, die hier leben. Ich gehe jetzt erstmal zum Friedhof. Ja, das ist der letzte Punkt, wo wir noch nicht alles haben. Oh Gott. Das komische Grab hier. Ja, und wenn du vorne an den Grabstein guckst und in Ruhe mal alles ableuchtest hier, denk dran, die Lupen heißen gucken. Irgendwo eine Lupe? Nein. Hier ist nichts. Nee, eindeutig. Da drüben ist nur dieses komische Gruft oder was das ist. Ja, da bräuchte man vielleicht auch einen Schlüssel oder eine Säge. Die Tür ist zu und dann kommt man nur durch den Aufzug rein. Und den haben wir mit den Zahnrädern aufgemacht. Das heißt, wir müssen den irgendwie nutzen. Das Problem ist, da fehlt uns ja dieses eine Blatt. Ja, klar fehlt uns das Blatt, aber... Das ist das Einzige, was wir bisher gelöst haben. Ja, jetzt bin ich nochmal da hoch. Ja. Und wenn man da reinguckt, sieht der Schlitz. Und da fehlt ein Teil. Ah. Ja, klar. Warte, da links war wieder ein Loop, oder? Hab ich mir gerade. Nein. Das sah so aus. Und wenn du nochmal. Wir haben versucht, alles da reinzustopsen, oder? Das Tagebuch, das hat auch nicht geklappt. Ist ganz schön groß, das Buch, dafür, dass wir das da reinquetschen wollen. Ja. Alle werden uns lassen dafür. Ja, es tut uns leid, liebe Zuschauer. Vielleicht machen wir auch gleich mal eine Pause, damit wir euch nicht mehr nerven und wühlen uns ein bisschen hier durch. Bis wir wenigstens einen Anhaltspunkt gefunden haben. Ja, noch ein bisschen geht. Genau, noch verlieren wir die Nerven nicht. Ich hoffe, ihr auch. Ich sag dir, in irgendein Haus muss ich gleich anklicken. Da komme ich nicht rein, sorry. Dann noch mal jetzt hier. Da ist ein Sessel. Das Kreuz, da war eine Lupe. Och, bitte nicht. Och, bitte nicht. Ja. Ja, ne? So schwer kann's sein. Ich bräuchte ein... Tja, den Schlüssel haben wir jetzt. Wow. Habt Verständnis mit uns. Und da ist das Notenblatt, ich glaube es wohl. Die Lochkarte sogar. Ja. Was haben wir denn hier Schönes? Da ist auch ein Blatt Papier. Auch eine Karte.
So. Was ist das, eine versteckte Kammer dahinter? Guck mal, siehst du das? Aber das kriegt mir nicht auf. Ah. Ah. Schön. Oh. An meine Nachfolger, den Pfarrer der Gemeinde Valladilien. Das Beichtgeheimnis ist ein Gelübde, das wir niemals brechen dürfen. Sie werden daher verstehen, dass dieses Schreiben die Frucht langer und schwieriger Überlegungen ist. An einem Tag im März 1938 klopfte Rodolphe Vorarlberg an meine Tür. Das war dann wohl der Vater, denke ich mal. Ich war damals ein noch sehr junger Pfarrer und höchst beeindruckt von der Persönlichkeit des wichtigsten Mannes unserer kleinen Stadt Valladilin. Ein Regentag, ich erinnere mich genau. Er war völlig durchnässt, auf seinem Gesicht der Ausdruck unendlichen Leids. Er verkündete mir mit zusammengepressten Zähnen, die Augen voll von Schmerz, dass sein Sohn Hans soeben gestorben sei und bat mich, diesen sofort zu segnen. Als ich das abgedunkelte Wohnzimmer des Vorarlbergschen Hauses betrat, stand dort der Sarg des jungen Hans in der Mitte des Raumes. Er war verschlossen. Herr Vorarlberg erklärte mir, er wünsche nicht, dass man den Leichnam seines Sohnes, der in Stücke zerrissen am Fuße eines Abgrunds aufgefunden wurde, sähe. Ein Unfall, vermutlich darauf zurückzuführen, dass Hans Vorarlberg trotz seiner 18 Jahre nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war. Ich habe ihm geglaubt, ich habe die Messe zelebriert und Hans Vorarlberg mit dem Respekt beigesetzt, der dieser Tragödie angemessen war. Gottes Wege sind unergründlich und ich hätte diesen Vorfall auch sicherlich schon längst vergessen, aber einige Jahre später, lange nach dem Tod ihres Vaters, hatte Anna Vorarlberg einen Unfall in der Manufaktur, der ihr fast das Leben gekostet hätte. War es die Tatsache, dass sie dem Tod nur knapp entronnen war? Auf jeden Fall hatte Anna das Bedürfnis zu beichten. Und in dieser Beichte sollte ich erfahren, was mir seitdem keine Ruhe mehr lässt. Der Körper ihres Bruders Hans ruhte nicht im Familiengrab. Hans lebte. Ich hatte einen leeren Sarg gesegnet. Ich war selbst Teil eines finsteren und irrsinnigen Spiels Rudolfe Vorarlbergs, missbraucht von einem Mann, der den Tod seines Sohns vorspielte, da er dessen Weggehen als Verrat betrachtete. Was war ich für ein Pfarrer? Was konnte ich nach alledem noch für ein Pfarrer sein? Der Herr mag mir vergeben, es ist mein alleiniger Richter. Um ein besserer Pfarrer zu sein, als ich es war, müssen Sie jedoch wissen, dass eine Ihrer Seelen fehlt. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich jetzt Sie mit Ihrem schrecklichen Geheimnis belaste. Mit diesem, Sie werden daraus machen, was Sie für richtig halten. Leon Bonnard, der Pfarrer. Ja, ja. Einen neuen Brief, eine neue Lochkarte. Jetzt haben wir wieder was im Inventar, das macht uns ziemlich glücklich. Oh Gott, jetzt haben wir langsam drei davon. Vier? Aber wir haben alles durch. Wir haben jetzt noch einen Schlüssel. Lochkarte rot, blau, lila. Grün. Bestimmt gibt es irgendwo Hinweise, ich will es jedenfalls hoffen. Vorarlberg Schlüssel. Vielleicht können wir da durch die Tür gehen, aber die war nur verriegelt, nicht abgeschlossen, oder? Oh, das ist die Kammer zur Gruft. Das kann sein. Der Schlüssel könnte echt zur Kammer passen. Ja, wir werden es rausfinden. Wir sind ja zum Glück etwas weitergekommen. Oh ja. Doch keine Grübelpause. Die Lochkarten könnten wir entweder da oben reinklappen. Ich denke, aber wir brauchen erstmal die richtige Farbkombi oder irgendwas. Vielleicht öffnet sich dann wieder was Neues. Lass mal da reingehen. Ist hier denn überhaupt ein Schlüsselloch? Hier kann ich wohl nicht. Aber wofür haben wir jetzt den Schlüssel? Lass uns mal hochgehen. Entweder müssen wir dahin oder wir müssen zur Fabrik. Ich denke auch, dass wir zur Fabrik müssen. Wofür brauchten wir nochmal einen Schlüssel? Ich kann ihn bewegen. Nochmal.
Ja. Aber du willst die Karten doch jetzt nicht einfach reinstecken. Doch. Jetzt haben wir die zum Läuten gebracht.